Hallo meine Lieben, ja, ihr habt euch sicher gewundert, warum schon lange keine Videos mehr von mir kamen. Und ja, ich hatte es in einem letzten Video schon mal gesagt, dass meine Kamera da oben ein wenig streikt und jetzt streikt sie komplett. Also sie geht an, ich könnte auch mit aufnehmen, aber sie verbindet sich einfach nicht mehr mit meinem Rechner, egal was ich ausprobiere. Ja, und deswegen kann ich euch natürlich dann nicht mehr zeigen, was ich hier unten mache. Und deswegen gibt es momentan einfach keine Videos. Ja, in Zeiten von Corona, wo wir alle zu Hause sind, hätte ich natürlich Zeit, Videos zu machen. Aber es bringt einfach nichts, jetzt Videos zu drehen, wenn da oben die Kamera nicht funktioniert. Weil ich euch einfach nicht zeigen kann, was ich hier unten bastel. Ja, ich wollte aber trotzdem zumindest mal ein kurzes Video machen und ja, euch einfach mal sagen, dass ich noch lebe. Bei uns hier sind natürlich mittlerweile auch einige Fälle an Corona und ja, man hört es halt überall. Ich halte mich auch tatsächlich an die Vorgaben, also ich gehe nicht besonders viel raus, nur wenn ich wirklich muss und ja, sehe auch zu, dass ich eben nicht so viel Kontakt habe zu anderen Leuten. Ich bin jetzt aber über 10 Tage zu Hause und bin halt immer noch gesund, also ich denke mal, ich bin nicht ansteckend, aber man weiß ja nie, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Genau, ja, ich möchte euch aber wenigstens mal ein bisschen was zeigen, was ich die letzten Tage hier so gemacht habe. Ich war gar nicht so unfleißig und habe einige Sachen gemacht und habe die in meinen Shop gestellt. Ja, und deswegen werde ich hier auch irgendwo im Bildschirm Werbung einblenden. Und ja, ich gehe gleich mal auf meinen Desktop und dann zeige ich euch mal im Shop so ein paar Sachen, die ich die letzten Tage gemacht habe, beziehungsweise die letzten Wochen. Und ja, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Freude dran. Ich zeige euch auch eine Sache nachher noch, die ich auf dem T-Shirt drauf gemacht habe, beziehungsweise auf einen Jutebeutel. Ich habe ganz, ganz viele Sachen gemacht, die habe ich allerdings ja, woanders hingebracht und kann euch die jetzt gerade nicht zeigen, da komme ich gerade nicht ran. Und ja, ich habe die bei uns in die Kirche gebracht und zeige den Leuten halt da oben mal, was ich so mache. Genau, und ja, im Moment gibt es natürlich auch keinen Gottesdienst und deswegen sind die Sachen jetzt auch noch da oben, weil ja, ich konnte es jetzt auch noch keinem zeigen. Okay, ich wechsle mal gerade auf meinen Bildschirm und zeige euch mal ein bisschen im Shop, was ich da so getan habe. So, und hier sind wir jetzt in dem Shop. Und hier seht ihr schon einige Sachen. Ihr wundert euch vielleicht, warum hier so Striche sind. Und das habe ich einfach gemacht, damit man das nicht so einfach kopieren kann. Dass man nicht einfach einen Screenshot machen kann und sich die Datei kopieren kann. Das habe ich aber nicht bei allen Sachen gemacht. Also das hier waren jetzt so die Sachen, die ich die letzten Tage gemacht habe. Und die Sachen hier, die sind schon länger drin, die verkaufen sich aber am besten und deswegen sind die im Shop, werden die halt ganz oben angezeigt. Ich habe auch gerade, wie ihr seht, vielleicht eine Aktion, also auf diese Sachen, also auf die meisten Sachen gibt es 50% und auf die ganz neuen Dateien gibt es 20%. Genau, und ja, wie gesagt, ich habe mich mal ein bisschen im Zeichnen versucht. Wer mir auf Facebook folgt in meiner Gruppe bzw. auf meiner Seite, der hat vielleicht das ein oder andere Bild schon gesehen. Und bei Instagram habe ich auch das ein oder andere gepostet. Wenn ihr mir da folgen möchtet, dann findet ihr unten in der Infobox dazu die entsprechenden Links. Okay, ja. Und ja, wie gesagt, das sind hier so die Sachen, die am meisten gekauft werden im Moment. Das ist einmal hier dieses Sei du selbst. Hierbei handelt es sich um Plotter-Dateien. Jetzt muss ich gerade mal mein Licht hier ein bisschen an die Seite drehen. Das war nämlich genau vor dem Teil, wo ich hin musste. Ja, hier ist eins, das habe ich jetzt gedacht, so zum Frühling ist das ganz süß. So ein Mädchen mit einem Blumensträußchen. Und das habe ich hier dann schon mal eingefärbt und
Natürlich kann man das auch einfach in Schwarz-Weiß oder man kann es in Weiß ausplotten mit schwarzer Kontur und dann hat man natürlich, das würde jetzt so auf einem schwarzen T-Shirt aussehen, weil sonst sieht man das Weiß nicht so gut. Deswegen habe ich hier einen schwarzen Hintergrund gewählt, einfach nur für die Ansicht. Ja, das war eins von den Sachen, die ich die letzten Tage mich mal ein bisschen mit dem Stift versucht habe. Das ist natürlich überhaupt nicht professionell. Das ist, ja, das habe ich im Internet gesehen, das Bild, und habe das dann versucht, ähnlich nachzumalen. Aber ist natürlich halt nicht wie das Original, darf es ja auch gar nicht sein. Hier sehe ich gerade, hier hätte ich noch eine Haarsträhne reinmachen können. Das hätte mir sogar noch besser gefallen. Aber ja, das sind einmal diese Sachen. Und dann natürlich auch zu Ostern ein paar Häschen durften jetzt auch nicht fehlen. Wie ihr seht, habe ich da noch keine Strichellinien drüber gemacht. Das habe ich jetzt erst vor 2 Tagen angefangen, das so zu machen. Und hier diese Eule fand ich ganz süß. Ich weiß nicht warum, den einen Tag, ich bin aufgewacht und habe irgendwie an eine Eule gedacht. Und dann habe ich mich halt rangesetzt und habe dann eine Eule, und dann fand ich das so ganz süß, was sie so um die Ecke guckt und dann dieses, was machst du da? Und da ist es natürlich so, ihr bekommt die Datei einmal tatsächlich so, wie ihr sie hier jetzt quasi seht, mit Text und eingefärbt, und könnt euch dann die Farben, ja, könnt es entweder so direkt gleich plotten, oder wer sagt, nö, die Farben gefallen mir gar nicht, obwohl ihr natürlich auch andere Farben nehmen könnt, aber für die Leute, die sagen, nö, ich mag den Text nicht und ich mag auch nicht, wenn das eingefärbt ist, ich möchte es einfach schwarz-weiß haben, dann kriegt man es eben nochmal so, und da kann man sich die Teile dann alle einzeln rausmachen. Ich werde nochmal ganz kurz hier drüben auf meinem anderen Monitor, mal gucken, was öffnet sich gleich hier, dann ziehe ich es einmal kurz rüber. Und zwar suche ich einmal gerade raus die Sachen, die ich hier gemacht habe. Jetzt muss ich noch einmal ganz kurz suchen, wo ich die hingetan habe. Das müsste ich ja eigentlich unter Tiere gemacht haben. Ja, hier, genau, unter Tiere. Und ja, da das steckt dann alles so dahinter, hinter dieser Datei. Also wenn ihr die dann kauft, dann bekommt ihr halt so einen ZIP-Ordner, und da sind dann tatsächlich diese ganzen Dateien drin. Also da sind JPGs drin, da sind NPGs drin, und wenn ich dann so wie hier jetzt zum Beispiel was habe, na komm, hier sowas habe, dass ich es einmal eingefärbt habe und einmal in Schwarz-Weiß habe, dann mache ich es eigentlich immer so, dass ich die dann tatsächlich auch jeweils immer ein Bild davon auch mache, dann in Farbe und nicht. Und hier seht ihr, da habe ich einmal nur die Eule und dann auch noch geschlossen, nämlich dass man sie einfärben kann, weil wenn eine Datei nicht geschlossen ist wie hier, sondern so aussieht, dann kann man diesen Teil hier natürlich nicht einfärben. Und damit man es einfärben kann, habe ich es halt einmal geschlossen und einmal offen. Und wenn ich das dann so zeichne, das ist ja jetzt nur ein Strich mehr, dann packe ich dies natürlich auch nochmal als JPG und NPG mit dazu, damit man dann eben auch alle Bilder dazu hat und die dann eben verwenden kann. Dann gibt es immer eine SVG-Datei, mit der könnt ihr dann eben so auf jedem Plotter, der mir geläufig ist, kann SVG-Dateien öffnen und die dann eben auch plotten. Ja, und dann mache ich immer noch extra für Theolet Studio, für die Leute, die das haben, extra auch nochmal davon eine Datei, damit ihr die eben auch gleich habt. Also das heißt, man hat immer mindestens von jedem ein Theolet Studio Datei drin und eine SVG für alle anderen Plotter. Ja, und was gibt es noch zu sagen dazu? Ja, sonst eigentlich nichts. Das war es eigentlich. Und ja, wie gesagt, theoretisch ist das immer eigentlich so aufgebaut. Ja, und das hier ist so das Nächste, was im Moment wirklich gut funktioniert. Ich bin nichts für schwache Nerven. Das hatte ich euch auch, glaube ich, schon mal gezeigt in irgendeinem Video.
Da hatte ich mir das gerade frisch auf einem T-Shirt gemacht und da hatte ich euch das T-Shirt gezeigt. Das hängt hier aber, glaube ich, tatsächlich, das kann ich euch sogar noch zeigen. Und da ist auch, da ist das T-Shirt sogar. Und da sind dann noch solche Schmetterlinge mit dabei, die ich da noch mit drauf gemacht habe, auf meinem T-Shirt jetzt. Aber das ist bei der Datei hier nicht dabei. Genau, und ja, das finden auch viele richtig schön und das ist halt begehrt. Fand ich irgendwie, weiß ich nicht, bin da, weiß ich gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Auf jeden Fall fand ich das total witzig. Für so wenig Ahnung hast du ganz schön viel Meinung. Das trifft leider auf viele Leute zu und deswegen wird es wahrscheinlich auch eine begehrte Datei sein. Das hier habe ich euch auf jeden Fall schon mal aufgeplottet gezeigt und zwar ist das dieses hier. Und da habe ich da unten dann noch so eine Frau dazu gemacht, die Violette, die dann so ein Handzeichen, so Stopp macht. Und dann lass mich, ich muss mich da jetzt reinsteigern. Ja, so sind wir Frauen halt, ne? Ja, und das sind halt, wie gesagt, im Moment so die begehrtesten Sachen und das hier sind so die neuesten Sachen. Ja, dann wisst ihr ja, das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich Christ bin und habe halt dann viele Dateien, wo Bibelsprüche drauf sind. Manchmal habe ich unten den Verweis, welche Stelle das ist, manchmal aber auch nicht, weil manchmal finde ich auch, dass auch Nicht-Christen die Sachen gut benutzen können. Und dann lasse ich die Bibelstelle manchmal weg oder in einer Datei packe ich sie mit rein und in der anderen lasse ich sie weg, damit man es auch ohne benutzen kann. Und hier finde ich es ganz witzig, weil hier habe ich das anderthalb gemacht und zwar, weil das steht in Jesaja 43,4, aber es ist nur die Hälfte von diesem Vers und deswegen habe ich da anderthalb reingemacht und deswegen ist auch hier noch ein Komma und kein Punkt, weil dahinter kommt eigentlich noch was, aber den fand ich erstens nicht so schön, den Teil, der da noch kommt und zweitens passte es dann auch nicht mehr so gut zu dem Diamanten und das war halt so ziemlich das Beste, was ich gefunden habe an Sprüchen, was halt hier in zu diesem Diamanten passt. Ja, und auch hier habe ich dann so eine Datei gemacht, wo man einmal den Diamanten in schwarz-weiß einfach nur plotten kann, also den Innenteil weiß und dann die Kontur halt schwarz. Und hier habe ich einen gelben Hintergrund gewählt, weil ich das ganz cool fand. Und man kann es natürlich auch so einfach machen, dass man nur die schwarze Kontur hat und alles andere durchsichtig und das ist dann in T-Shirt-Farbe. Ja, das war das. Dann habe ich hier noch so ein paar andere Osterhäschen gemalt. Den habe ich Trosthase genannt, weil der eine sieht auch so ein bisschen mucksch aus. Und ja, der große Hase möchte halt gern trösten. Ja, und auch hier habe ich es wieder so gemacht, dass es in schwarz und weiß oder eben in, also gefüllt mit weiß oder eben einfach nur die Kontur und der alles, was jetzt weiß ist, wäre dann halt T-Shirt-Farbe. Hier habe ich mich probiert an einem Mädchen und ja, die sitzt halt da und liest ihre Bibel und auch hier seht ihr, da habe ich glaube ich nochmal eine extra, genau, da habe ich nochmal ein Offset gemacht. Also das Offset ist das, was ihr hier außen seht, diese schwarzen, diesen schwarzen kleinen Rand. Das wird dann halt nochmal geschnitten und bei dem ist es auch wirklich geschichtet. Also dass, wenn ihr das jetzt zum Beispiel einfärbt, so wie es dann eben auf diesem Bild hier ist, dann ist es halt so, dass man innen drin halt wirklich immer die Farbe hat und der Hintergrund quasi immer ausgeschnitten ist. Also ihr habt nicht eine komplette schwarze Fläche, sondern ihr habt dann wirklich nur die Kontur und überall, wo eine andere Farbe ist, ist in dem Schwarz dann eben keine Farbe drin. Also da wäre es dann wie, als wenn ihr jetzt das hier alles, was weiß ist, halt euer T-Shirt dann wäre. Und ja, so habe ich das dann hier gemacht in der Datei, die ihr dann bekommt, dass da eben alles schon ausgeschnitten ist und ihr dann nur die Konturen habt und eben die einzelnen Farbteile, die dann auch schon gruppiert sind, zumindest dann, wenn ihr es in, sag schnell, in der Ciolette-Form habt, also falls ihr einen Ciolette-Plotter habt,
dann könnt ihr das direkt so verwenden. Oder wenn ihr eben nur das Theolet-Programm habt, habt aber einen Browser-Plotter dann, und habt die Business-Version, dann kann man ja in SVG speichern und dann könnte man sich das quasi von hier auf dem Browser holen. Aber wie gesagt, in den Dateien ist immer schon eine SVG-Datei mit drin, die ihr dann eben auch benutzen könnt, um das auf eurem Browser direkt zu machen. Also ihr müsst jetzt nicht euch extra das Theolet-Programm kaufen und das dann noch umwandeln, sondern ihr könnt es direkt für den Browser benutzen. So, und hier nochmal ein bisschen was zu Ostern. Und den habe ich hier auch so in verschiedenen Beispielen. Und ja, so, das ist ein perfektes Beispiel, was ich vorhin meinte, mit dem Ausgeschnittenen. Und zwar, man legt den Hasen ja dann da drauf und damit das nicht doppelt gemoppelt ist, also damit man nicht übereinander pressen muss, habe ich eben das hier subtrahiert, so dass der Hase hier quasi aus dem ausgeschnitten ist. Und dann könnt ihr euch erst das ausplotten, dann das entgittern und dann wird halt erst dieser Teil hier aufs T-Shirt gepresst oder auch dieser, das ist wurscht. Und dann kann man eben genau ineinander legen und hat dann eben genau diesen Ausschnitt und hat dann nicht so eine dicke Stelle und hat auch nicht die Gefahr, dass die Folie dann vielleicht auf der anderen Folie nicht klebt. Wenn ihr zum Beispiel hier eine Glitzerfolie nehmen wollt, die dann vielleicht, oder eine Flockfolie, und auf der kann man dann halt keine Vinylfolie mehr drauf machen. Und Vinyl, sage ich schon, Quatsch. Ist das Vinyl? Also keine Folie, die halt dünn ist, die kann man dann halt nicht mehr auf Flock zum Beispiel machen. Und da habt ihr es dann ausgeschnitten und dann könnt ihr eben jede Folie nehmen, die ihr gerne wollt. Genau, da war das nochmal als perfektes Beispiel. Ja, als nächstes kommt eine Datei, auf die bin ich jetzt nicht besonders stolz. Das ist, glaube ich, das Hässlichste, was ich bisher gemacht habe. Aber ich finde es trotzdem cool und deswegen habe ich es reingepackt. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen. Das soll quasi Jesus darstellen, nämlich es heißt ja, Jesus ist der ist das Lamm und der Löwe. Und das wollte ich halt so ein bisschen vereinen und er ist halt der König und deswegen die Krone. Und ja, das war so einer meiner ersten Zeichenversuche. Wie gesagt, ich bin nicht besonders stolz auf dieses Bild, aber dafür gibt es das auch unschlagbar günstig. Und ich finde aber, es stellt schon, also man erkennt schon, was es sein soll. Und also die Krone finde ich besonders hässlich, ehrlich gesagt. Und bei dem Löwen, gut, ja, ist noch verbesserungswürdig, aber fürs erste Mal fand ich, war es schon ganz okay und war echt nicht so einfach zu malen. Also mit Tieren habe ich echt ein bisschen Probleme. Ich habe das Ganze mir aber trotzdem auf ein T-Shirt gemacht und das Ganze sah dann eben so aus auf dem T-Shirt. Ich fand es trotzdem irgendwie cool, aber es ist wirklich noch verbesserungswürdig. Vielleicht setze ich mich irgendwann nochmal ran und versuche es nochmal neu zu zeichnen. Genau, ja, und hier habe ich dann einmal so einen Kämpfer, weil für Jungs sollte auch was dabei sein. Und hier sind auch ziemlich viele Dateien drin und hier seht ihr es auch einmal, wie es schon auf einem T-Shirt aussieht und das finde ich irgendwie auch ganz süß. Und unser kleiner Kreuzritter hier hat dann natürlich noch das Kreuz, damit man erkennt, wofür er überhaupt kämpft. Ja, hier habe ich ja einfach nur so ein Mädel und da auch, habe denen dann halt immer auch Namen gegeben. Ja, hier habe ich mir gedacht, ach komm, egal. Und zwar seht ihr, hier oben ist ein Bild von mir, was allerdings schon ein paar Jährchen her ist, muss ich ehrlich gestehen. Aber ihr habt mich auch gerade live gesehen, also wisst ihr, dass ich nicht mehr so aussehe. Bin halt mittlerweile ein bisschen dicker und ne? Genau. Und naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, ach weißt du was, warum nicht? Und habe mich da mal dran gesetzt und habe das mal so ein bisschen nachgezeichnet und ja, habe gedacht, komm, machst du da auch eine Plotter-Datei draus. Vielleicht gefällt es ja irgendwem. Ja, und das Bild hier, das habe ich nicht gezeichnet. Das ist von einem sehr, sehr guten Freund, der mir dieses Bild geschenkt hat. Und ich durfte es umwandeln in eine Plotter-Datei. Und das Bild ist wirklich wunderschön.
Und auch das habe ich schon ausgeplottet. Wie es auf dem T-Shirt aussieht, habe ich leider nicht hier drauf. Aber ich kann es euch zeigen, weil das T-Shirt habe ich noch hier. Das möchte ich nämlich einer Freundin schenken. Also seiner Freundin möchte ich das gerne schenken. Und deswegen habe ich es einmal ausgeplottet schon und habe es auch auf dem T-Shirt und habe es hier. Genau, ja. Und das ist halt, wie gesagt, einmal eingefärbt. Wenn man dann, hier habe ich so eine Watercolor-Folie genommen. Dann hier, so würde es aussehen, wenn man es einfach nur in schwarz macht und dann eben der Hintergrund wäre dann eben die Farbe von eurem T-Shirt oder ihr macht die Kontur und habt dann eben, also so sieht das Ganze tatsächlich aus, wenn der Plotter es fertig geschnitten hat. Und ja, dann geht es ans fleißige Entgittern und alles, was hier quasi weiß ist, müsst ihr dann raus entgittern. Das dauert ein bisschen, das Ganze zu entgittern, aber ich finde, das Resultat lässt sich auf jeden Fall sehen und ich finde es wunderschön und ich wundere mich wirklich, warum das nicht so einen Anklang hat, ehrlich gesagt. Aber ja gut, die Geschmäcker sind ja unterschiedlich, aber ich finde es mega schön. Ja, dann habe ich hier ein Bild von unserer Hündin Lucy, als sie noch ein kleines Baby war. Und zwar guckten die ganzen Welpen da alle über so einen Zaun. Und wie ihr seht, waren das noch so richtig süße kleine Speckmaden. Wobei bei Lucy trifft das heute irgendwie immer noch zu. ja, und das fand ich so süß, weil ich habe hier ein T-Shirt, das kann ich euch auch zeigen, das hängt hier auch noch. Und da habe ich so eine Tasche drin. Und da habe ich nämlich hier dann das einmal geschnitten. Also ich habe es mir einmal draufgelegt aufs Shirt und habe dann die Pfote hier abgeschnitten, wo dann diese Tasche ist. Und dann sieht das quasi so aus, als wenn dieser Hund so ein bisschen fast aus dieser Tasche herauskommt. Und ja, fand ich total süß. Und damit man die Tasche natürlich noch öffnen kann, habe ich das halt hier abgeschnitten. Und dann kann man halt die Tasche noch öffnen. Ja, hier eine Hundepfote mit Herzschlag. Das sieht für mich ein bisschen aus wie eine Pfingstrose. Bei der Datei hier ist es so, dass man natürlich nicht unbedingt dieses Love nehmen muss, sondern ich habe das auch einmal so rausgemacht, dass man hier dann, ich glaube, einmal habe ich sogar komplett ohne Hund gemacht, da müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, einmal habe ich nur das Mädchen als Datei, als Plotterdatei, sowohl als Bilddatei und einmal mit Hund und einmal mit dem kompletten Love, also so wie man es hier sieht, damit man das eben wirklich frei so verwenden kann, wie man es möchte. Wobei, wenn man das ins Browser-Programm dann eingießt, dann sind es, glaube ich, sowieso alles einzelne Teile, so dass man es sowieso wieder rauslöschen könnte, wenn man denn wollte. Ja, und hier geht es munter weiter mit ein paar Bibelsprüchen. Und zwar hier einmal, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und passend dazu dann auch das Alpha und Omega Zeichen mit ein bisschen Mangala. Und hier haben wir auch noch einen schönen Spruch, was keiner für möglich gehalten hat, das tut Gott vor unseren Augen. Und da habe ich den Psalm, also wo es steht, mit reingeschrieben. Und so sieht das aus. Und das habe ich auf mein Jeanskleid gemacht. Mein Jeanskleid werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen, weil da sind super, super viele Sachen drauf. Das war so mein Versuchsteil und das ist mein Gottesdienstkleidchen, was ich dann ab und an im Gottesdienst trage. Und ja, da habe ich auf jeden Fall ganz, ganz viele Bibelsprüche und auch ganz viele andere Sachen mit drauf gemacht. Eigene Plotterdateien, aber auch andere Plotterdateien. Ja, hier, wie gesagt, das sind alles jetzt Bibelsprüche. Das hier ist einer meiner Lieblingssprüche. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Den finde ich total cool und der ist hier auch auf meinem Kleidchen drauf. Im Original sieht das natürlich nachher ein bisschen besser wahrscheinlich aus, aber diese Folien, die lassen sich auch richtig schlecht fotografieren. Ja, und hier habe ich dann ältere Dateien, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, denke ich. Ja, das war es eigentlich schon, was jetzt so neu war im Shop. Und dann kann ich einmal schwupp ausmachen. Und zack, da seht ihr mich wieder. Und ich hole einmal gerade mein Kleidchen
und die beiden anderen T-Shirts und zeige euch die gerade mal kurz. Ja, das hier ist dann diese persische Dame, habe ich sie genannt, weil es so ein bisschen, also weil sie halt so ein Kopftuch trägt und deswegen fand ich, passt das ganz gut. Und so sieht das dann aufgebügelt aus. Und hier, upsie, jetzt ist es runtergeflogen. Das ist meine Lucy. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Kamera ist. Ja, und genau, alles spiegelverkehrt. So. Ja, und hier ist halt diese Tasche und wie gesagt, da habe ich halt das Pfötchen so abgeschnitten, dass man eben die Tasche dann auch ohne Probleme noch aufmachen kann und da eben auch noch was reinpacken kann, obwohl das eh eigentlich nur eine Dekotasche ist, die ist so klein. Da passt eigentlich nicht wirklich was rein. Ja, und mein Highlight, was ich wirklich, wirklich liebe, ist mein Kleidchen. Mache ich einmal kurz vom Bügel ab. Zack. Und hier sind wirklich super viele, viele Sachen drauf. Vorne, hinten, an der Seite, überall. Hier oben einmal das, was ich euch vorhin schon gezeigt habe. Dann dieses Jesus. So, ich muss mal spiegelverkehrt, das ist furchtbar. So, genau, da ist das, dieses durch Gottes Gnade. Und das glitzert und blinkt und ja, das liebe ich. Dann haben wir diesen hier, das hatte ich euch auch schon gezeigt. Hier ist das, hier ist diese Taube, die habe ich mir, glaube ich, aus dem Ciolet Store gekauft, wenn ich mich richtig erinnere. Dann, ah ja, und hier bei dem Alpha und Omega ist hier auch noch ein Kreuz in der Mitte und das ist bei dem anderen, habe ich das aber rausgenommen. Dann habe ich hier noch ein, da ist dieser Alpha und Omega Spruch, dann habe ich hier mir eine Bibel gemacht und da steht dann, wer klug und einsichtig ist, der achte auf das, was in diesem Buch geschrieben steht. Hier unten habe ich mir aus Strass ein Kreuz drauf gemacht, ups, so. Und zwar ist das das Kreuz, was wir als Logo für die Glaubensscheune haben, also für unseren Gottesdienstraum, den wir ausgebaut haben. Und ja, was haben wir hier noch? Mal gucken, ob ich es diesmal besser hinkriege. Nee, irgendwie nicht. Dann, das ist auch einer meiner absoluten Lieblingssprüche. Oh, ich krieg's nicht hin. Ist ja schlimm. Sag mal. Kann doch nicht sein. So, ich habe es Gott sei Dank so umdrehen. So, das, oh Mensch, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Oder wie ich euch liebe. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssprüche, weil wenn wir uns alle daran halten würden, dann wären so viele Sachen auf der Welt wirklich überflüssig. Manche Gesetze wären überflüssig und so weiter. So, dann, ich liebe den Herrn, denn er hört, wenn ich rufe. Hier unten, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und hier ist noch ein Engel drauf und Jesus. Und das ist eine gekaufte Datei, die ist nicht von mir. Ja, achso, und hier unten habe ich noch vergessen, da ist noch ein Belief. Ja, und die Folien, die ihr hier gesehen habt, die habe ich mir fast alle bei Plottermarie gekauft. Ich werde das mal unten verlinken, falls ihr da Interesse habt, Folien zu kaufen. Dann findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Ja, das war es eigentlich schon. Nein, stimmt nicht. Ich wollte ja das Neueste noch zeigen, und zwar eins von den Gemalten. Und das habe ich hier auf so einem Jütebeutel gemacht und den möchte ich dann gerne verschenken. Ja, und das habe ich auch in so einem Glitzer gemacht. Ich stehe total auf diese Holo
Folien. Das habe ich mit meiner Mausi, mit Miss Fruchteis gemeinsam. Wir stehen einfach auf diese Bling-Bling-Sachen. So, jetzt auch noch runtergefallen. Macht nichts. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Kraft. Haltet durch. Wir wissen alle nicht, wie lange es noch dauern wird mit dem Coronavirus und wie lange wir uns jetzt einfach noch ein bisschen in Vorsicht wiegen müssen. Und ja, ich sage ganz ehrlich, ich war anfangs sehr skeptisch, weil man hört ja auch wirklich von beiden Richtungen sehr, sehr viel. Von den einen geht es durchs Internet wie verrückt, dass alles nur viel hochgespielter wird, als es eigentlich ist. Auf der anderen Seite hört man jeden Tag von neuen Fällen, von Leuten, die gestorben sind. Mein Vater hat mir heute erzählt am Telefon, dass bei denen in der Nähe zwei junge Menschen gestorben sind, eine 18-Jährige und eine 9-Jährige. Und dass halt angenommen wird, dass es Corona ist. Manchmal wissen sie es auch gar nicht genau. Und diese beiden Mädchen hatten überhaupt gar keine Anzeichen. Und von heute auf morgen waren sie auf einmal tot. Also das ist schon wirklich, wirklich krass. Und man weiß halt nicht so wirklich, was soll man jetzt eigentlich glauben? Ist es jetzt wirklich so krass oder ist es nicht? Man schwebt auch so ein bisschen, finde ich, irgendwie so im Ungewissen. Ja, es geht super viel durch die Presse und durch die Medien, aber ich sage ganz ehrlich, ob die öffentlichen Medien immer das wiedergeben, was tatsächlich so ist, darauf vertraue ich leider nicht mehr so wirklich. Und deswegen, ich möchte mich da jetzt auch gar nicht groß zu äußern. Das ist meine persönliche Meinung. Jeder muss natürlich seine eigene Meinung dazu bilden. Wie gesagt, man hört halt von allen Seiten sehr viel und viele von uns sind verunsichert. Und ich möchte euch einfach nur sagen, lasst euch nicht in Angst und Schrecken versetzen. Versucht euch an die Sachen zu halten, die euch vorgegeben werden. Bleibt zu Hause. Wenn ihr könnt. Manche dürfen ja nicht zu Hause bleiben. Ich habe von einigen aus meinem Verwandtenkreis gehört, dass sie tatsächlich Briefe von der Arbeit bekommen haben, dass wenn sie zu Hause bleiben wegen Corona gekündigt werden. Also das ist echt krass. Da wurde dann explizit reingeschrieben, dass halt auch wenn die Kinder zu Hause bleiben müssen und nicht in die Schule, dass es keine Rolle spielt, wenn sie wegen Corona krank machen, dann ist es ein Kündigungsgrund. Also schon wirklich krass, finde ich das, wenn man Kinder zu Hause hat und dann nicht krank, also frei machen kann, wegen, nicht krank machen, sondern frei machen kann wegen den Kindern, dann finde ich das schon echt krass. Ja, wie gesagt, es ist keine einfache Zeit, aber lasst es uns positiv sehen, lasst uns zusammenhalten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir, auch wenn wir jetzt alle uns voneinander fernhalten müssen, zusammenhalten, haltet Kontakt über Internet, über Telefon, besonders zu Leuten, wo ihr wisst, dass sie nicht so viele Kontakte haben, weil jeder von uns kennt das, wenn man mal längere Zeit zu Hause ist, dann fällt einem die Decke auf den Kopf und es gibt einfach Menschen da draußen, die keine Möglichkeit haben, sich groß mit Leuten auszutauschen oder so. Seid einfach füreinander da und lasst uns zusammenhalten. Okay, ihr Lieben, ja, mehr möchte ich jetzt auch schon nicht mehr dazu sagen, weil die meisten können es auch einfach schon nicht mehr hören, weil dieses Thema einfach wirklich überall ist. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute. Bleibt gesund und munter und ja, ich werde mal sehen, was ich hier mit meiner Kamera da oben mache. Es hat jetzt auch keinen Sinn mehr. Das Problem ist halt, dass ich wirklich, ich zeige es euch einfach nochmal, ich habe da oben so eine Konstruktion gebastelt, dass dieses Ding da wirklich perfekt hängt. Ja, und es nervt einfach, dass ich es jetzt nicht geschissen kriege, das Ding wieder zum Laufen zu bringen. Also ich habe es 1000 Mal jetzt formatiert und wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Das hat beim letzten Mal geholfen, diesmal nicht. Und ich bin jetzt einfach ratlos und ich muss mir jetzt was anderes überlegen. Das Problem ist, dass ich dann dieses ganze Konstrukt, was da oben ist, wirklich neu machen muss. Das ist halt wirklich auch da. Das geht dann auch an die Wand und so. Ne? Also gut, ich kann das hier abmachen. Da ist nämlich so ein Plastikding. Da habe ich durchgebohrt und da ist das so ein Plexiglas-Ding und da hängt das Ganze drin. Und
habt auch eine Schaukelpartie hinter euch. So. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt halt ein bisschen doof. Ich muss mir da komplett was Neues überlegen. Ich muss das abbauen. Ich habe das festgeklebt, das Plastikteil mit Silikon. Muss mal gucken, ob ich das überhaupt irgendwie wieder abkriege. Vielleicht mit einem Cuttermesser dazwischen gehen oder so. Irgendwie wieder das hinkriegen. Ich weiß aber noch gar nicht, was für eine Kamera ich da jetzt hinmache, was ich mir jetzt da besorge. Ob ich mir jetzt nochmal die gleiche besorge, die ich hier habe, weil die ist sehr gut eigentlich. Ich habe nur ein bisschen Angst mit der Rückkopplung, wobei ich kann ja den Ton bei der einen Kamera dann immer ausschalten und bei der anderen halt anlassen. Ja, wie gesagt, ich muss mir auf jeden Fall was überlegen, damit ich euch wieder Videos machen kann, aber das wird schon. Okay, ihr Lieben, so, jetzt aber. Bleibt gesund, habt euch wohl. Bis bald. Tschüss.